Bayern 1954. Das Wirtschaftswunder ist in vollem Gang. Die Arbeitslosigkeit ist auf gut 5% gesunken. Es geht wieder aufwärts. Man kann sich wieder etwas leisten. Am meisten die Unternehmer. Der Nachkriegsboom verschafft ihnen satte Gewinne. Die Preise steigen, die Löhne bei weitem nicht. Dabei ist der Leistungsdruck in den Betrieben stetig gewachsen. Tarif- und Effektivlöhne driften immer weiter auseinander. Entsprechend sind die Unterschiede bei den angelernten und den ungelernten Arbeitern. Verglichen mit anderen Bundesländern liegt Bayern bei den Löhnen der Angelernten zudem an drittletzter, bei den Ungelernten an vorletzter Stelle. Ein gerechter Anteil am Sozialprodukt war deshalb die Forderung der IG Metall. Einer ihrer Schwerpunkte war eine expansive Lohnpolitik. Die Devise? Ausweitung der Produktion durch bewusste Kaufkraftsteigerung. Für die Unternehmer marxistisches Teufelszeug. Während in anderen Tarifgebieten mit kurzen oder ganz ohne Streiks Lohnerhöhungen bis zu 8 Pfennig die Stunde vereinbart werden, stellen sich die bayerischen Arbeitgeber stur. Sie zögern Verhandlungen hinaus und erheben als Gegenforderung die Verschlechterung der Lohngruppenrelation. Mehrere Verhandlungsrunden mit einem staatlichen Schlichter scheitern. Es kommt zur Urabstimmung. Eine überwältigende Mehrheit von 90,4% stimmt für den Streik. Am 9. August beginnt der bis dahin härteste Arbeitskampf der Nachkriegsgeschichte. In den folgenden 23 Streiktagen legen 100.000 Arbeiter und Angestellte der bayerischen Metallindustrie ihre Arbeit nieder. Ihre Forderung: 12 Pfennig mehr in der Stunde. Mit Streikbeginn erhalten Tausende ihre fristlose Kündigung. Anderen wird damit oder mit der Kündigung der Werkswohnung gedroht. Betriebliche Sozialleistungen werden gestrichen. Von Anfang an ein Problem: Es gibt keine bayernweit einheitliche Streikfront. In Nürnberg beispielsweise werden schon vor der Kündigung des Tarifvertrags an die 100 Versammlungen abgehalten, um für einen eventuellen Arbeitskampf vorzubereiten und zu motivieren. Entsprechend engagiert waren die dortigen Metaller. In Schweinfurt gab es dagegen nur 9 Versammlungen. Bereits nach 2 Tagen bricht der Streik dort praktisch zusammen. Anderswo nehmen die Spannungen zwischen Streikposten und Streikbrechern zu. Heftige Zusammenstöße gibt es zwischen dem 11. und dem 13. August in München, Augsburg und Amberg. Es kommt vielerorts zu Konflikten mit der Polizei. Streikbruch war auch eine Folge des schlechten Organisationsgrades und der schlechten Beitragsmoral der Mitglieder in den Jahren zuvor. Weil wenig Geld in der Kasse war, fiel die Streikunterstützung dementsprechend gering aus. Die Zahl der Streikenden bröckelte aber auch wegen zahlreicher Sonderabschlüsse durch Betriebe, die die Forderungen der IG Metall ganz oder teilweise erfüllten. Entgegen früheren Einschätzungen schwächte das nicht die Unternehmerseite, sondern die Streikfront der Gewerkschaft. Am 27. August kommt es schließlich zu einer Einigung. Zwar bringt sie bis zu 10 Pfennig mehr und übertrifft damit alle anderen Tarifgebiete. Die Arbeitgeber erreichen allerdings die Verschlechterung der Lohngruppenrelation für an- und ungelernte Arbeiter. Vor allem aber war es nicht gelungen, eine wasserdichte Maßregelklausel durchzusetzen. So geht nach dem Streikende der Arbeitskampf gegen Einzelne weiter. Die Unternehmer lassen Tausende wochenlang warten, bis sie wieder an ihren Arbeitsplatz dürfen. Viele werden gar nicht mehr eingestellt, manche nur unter demütigenden Bedingungen. Obwohl ein materieller Erfolg, schlägt der Bayernstreik 1954 tiefe ideelle Wunden. Allerdings half die Erinnerung daran, Jahrzehnte später ähnliche Fehler zu vermeiden. Mit 35 Stunden jetzt voran, frisch auf Arbeit für die Frau und für den Mann. Mit Entschlossenheit gegen Arbeitslosigkeit packen wir die 35 Stunden an. Die 35-Stunden-Woche, das Hauptthema der Tarifrunde 84. Bereits 1977 war sie als tarifpolitisches Ziel beschlossen worden. 1978 hatte man versucht, sie in der Stahlbranche durchzusetzen, aber vergebens. Jetzt sollte es soweit sein. Wir werden kämpfen, bis die 40-Stunden-Woche fällt
Wir zwingen die Arbeitgeber an den Verhandlungstisch, um mit uns über Arbeitszeitverkürzung zu reden. Um 1984 erfolgreicher zu sein als 30 Jahre zuvor, wird ein Lern- und Informationsprozess in die Wege geleitet. Es geht darum, sicherzustellen, dass sich die Mitglieder schon frühzeitig mit den Forderungen der Gewerkschaft identifizieren. Nie zuvor war eine Tarifbewegung so intensiv vorbereitet worden und wird auch in der Verhandlungsphase derart unterstützt. Man setzt auf das Prinzip neue Beweglichkeit. Bundesweite Warnstreiks, planmäßig organisiert und aufeinander abgestimmt. Sie dienen zudem als Gradmesser dafür, wie mobilisierbar die Mitglieder sind. Und weil die Betriebe sich immer mehr just in time liefern lassen, hat bereits der Warnstreik in einem Unternehmen Auswirkungen auf mehrere nicht bestreikte Betriebe. Als Spitzengespräche zu keinem Ergebnis führen, kommt es nach der Urabstimmung zum Streik. Wir bringen Nachrichten. Die Industriegewerkschaft Metall befindet sich seit 6 Jahren zum ersten Mal wieder im Streik. Im Metalltarifgebiet Nordwürttemberg-Nordbaden sind vor den 14 Betrieben, deren 13.000 Arbeiter die IG Metall von heute an in den unbefristeten Streik gerufen hat, Streikposten aufgezogen. Das neue Konzept heißt Minimax-Strategie. Durch das Bestreiken eher kleinerer Autozulieferer will man mit relativ geringem Kraftaufwand relativ große ökonomische Wirkung erzielen. 7 Tage später folgt Hessen mit 33.000 Arbeitnehmern in 9 Unternehmen. Durch das Bestreiken von Großbetrieben setzt man hier auf breite Außenwirkung. Gegenüber dem Gegner, aber auch gegenüber der Öffentlichkeit will die IG Metall klarmachen, wir meinen es ernst damit, die 40-Stunden-Woche zu Grabe zu tragen. Einen Streik in 2 Tarifgebieten gleichzeitig hatte es noch nie gegeben. Parallel dazu macht die IG Metall ihre Bereitschaft deutlich, bei substanziellen Verhandlungen die Streikfolgen gering zu halten. Genauso kann sie aber auch die Kampfmaßnahmen ausweiten, anders als beim Bayernstreik 1954, bei dem die Streikfront immer mehr abbröckelte. Ausgeweitet wird der Arbeitskampf schließlich durch die Arbeitgeber. Sie sperren aus. Den 57.000 Streikenden stehen bald 155.000 Ausgesperrte im Tarifgebiet und 315.000 außerhalb gegenüber. Auch in Bayern. In Ingolstadt beispielsweise stehen wegen fehlender Teile bei Audi die Bänder still. Am 17. Mai verlassen bei BMW in Dingolfing zu Schichtende wütende Arbeiter ihren Betrieb. Auch sie müssen wegen fehlender Teile zu Hause bleiben. Sie sind sauer über die Auswirkungen des Streiks in Baden-Württemberg und Nordhessen. Wo bleibt die Solidarität mit der Gewerkschaft? Ja, das bleibt das ist alles falsch, falsch gemacht. Weil alles muss man zusammen, die Gewerkschaft und alle zusammen streiken. Ja, hätten wir machen. Wir sehen das im Endeffekt nicht ein, dass wir unseren Kopf hinhalten sollen und wir unser Geld dort verlieren sollen. Allein an den BMW-Standorten Dingolfing und Landshut treten 1.800 Arbeitnehmer aus der IG Metall aus. Hunderte kehren später allerdings wieder zurück. Am 18. Mai dann der sogenannte Franke-Erlass. Wer außerhalb des Kampfgebiets betroffen ist, soll weder Kurzarbeiter- noch Arbeitslosengeld bekommen. Das wird vorgeschrieben in den entsprechenden Paragraphen des Arbeitsförderungsgesetzes und in der Neutralitätsanordnung, die die Gremien der Bundesanstalt für Arbeit dem Präsidenten als Entscheidungsspielraum gegeben haben. Es ist kein großer Entscheidungsspielraum vorhanden. Da irrte der Präsident der Bundesanstalt für Arbeit. Am 22. Juni wird sein Erlass von den Sozialgerichten gekippt. Zuvor, am 28. Mai, kommen 250.000 Gewerkschafter zu einer zentralen Protestkundgebung nach Bonn. Diese Regierung hat jetzt beim Kurzarbeitergeld Recht und Gesetz gebrochen, um einfache Arbeiter zu schädigen und der IG Metall das Genick zu brechen. Die Fronten sind verhärtet. Erst eine besondere Schlichtung unter Vorsitz von Georg Leber bringt die Lösung, den Ludwigsburger Kompromiss. Er lautet, die tarifliche wöchentliche Arbeitszeit im Betrieb beträgt 38,5 Stunden. Damit war der bis dahin schwerste Arbeitskampf in der Tarifgeschichte zu Ende. Das Arbeitgebertabu der 40-Stunden-Woche war gebrochen, das Tor zur 35 aufgestoßen. Und ich glaube,
dass die Veränderung in dem Bewusstsein bewirken wird, dass man an Sozialpartnerschaft, so wie die Unternehmer das bisher deklariert haben, nicht mehr glaubt. Und da sehe ich ein Positivum drin. Weil die Identität mit Unternehmerdenken, was ja teilweise da und dort vorhanden war, zerbrochen ist. Und das halte ich für politisch gut für kommende Auseinandersetzungen. Damit hatten die Arbeitgeber im Tarifstreit 94-95 nicht gerechnet. In zwei Warnstreikwellen lassen 217.000 Beschäftigte aus 525 bayerischen Metallbetrieben die Arbeit ruhen. Nach einem teilweise radikal vollzogenen Stellenabbau haben sie die Schnauze voll. Die Leute sind schon ziemlich erbost, einfach weil wir immer bezahlt sollen und jetzt wieder keine Lohnerhöhung kriegen sollen. Mit großem Engagement werden die Forderungen eingebracht, mit starken Emotionen werden sie vertreten. Kaum vorher diskutierte man in der Tarifkommission so intensiv und rang um einen Forderungskompromiss. Der lautete schließlich, mindestens 6% Lohnerhöhung und die 35-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich. Diese Geschlossenheit nach harten Diskussionen war mit ein Grund für die Entscheidung, Bayern als Streikbezirk auszuwählen. Nun ist wohl eine Situation eingetreten, dass wir nicht nur an dem Fahrrad klingeln dürfen, dass wir im Hof stehen haben, sondern dass wir auch auf dieses Fahrrad aufsteigen dürfen durch den Beschluss des Vorstandes. Wir werden auf das Fahrrad aufsteigen und kräftig Gas geben. In 34 Verhandlungsrunden bundesweit und bei 3 in Bayern legen die Arbeitgeber kein Angebot vor. Zuerst wollen sie über Kostenentlastungen reden. Damit ernten sie Kritik, sogar aus den eigenen Reihen. Ich finde, man muss ein Angebot machen. Man kann dann, nachdem man das Angebot gemacht hat, sagen, was man noch fordert. Aber man kann nicht nur Forderungen stellen, ohne ein Angebot zu machen. Damit geht die Arbeitgeberseite in die Destruktive und das kann nicht sein. Am 24. Februar kommt es zum Streik. Das Problem? Das Minimax-Prinzip funktioniert nicht mehr, seitdem der Paragraf 116 Arbeitsförderungsgesetz geändert wurde. Damit gibt es kein Geld mehr vom Arbeitsamt für mittelbar vom Streik betroffene Metaller. Die IG Metall nutzt deshalb das computergestützte Arbeitskampfinformationssystem CASIP. Damit kann sie die Betriebe herausfiltern, deren Bestreikung keine oder wenige Auswirkungen hat, weil sie Endproduzenten sind. Von den 628 Betrieben, die Mitglieder des Bayerischen Arbeitgeberverbandes sind, werden 128 für den Arbeitskampf ausgesucht. In zwei Wellen gehen 33 Betriebe mit 35.000 Arbeitnehmern in den Streik. Die Voraussetzungen sind bestens. Die Organisation durch betriebliche Funktionäre und Verwaltungsstellen ist hervorragend. Die Identifikation mit den Forderungen der Gewerkschaft ist hoch. Auch viele nicht organisierte Arbeitnehmer beteiligen sich. Die Medien zeigen reges Interesse an den Aktionen. Und Unternehmensleitungen und Führungskräfte gehen übervorsichtig mit den Streikenden um. Nicht nur, weil viele wegen der Produktionsausfälle lieber heute als morgen eine Einigung hätten. Es ist die Erinnerung an 1954. Das Schlimmste an dem Streik damals war nicht die lange Dauer, die war ja 4 oder 5 Wochen, sondern das Schlimmste war, dass eben riesige Spannungen innerhalb der Belegschaft aufgetreten sind, insbesondere eben, wo eben Leute, die gestreikt haben und andere, die zur Arbeit gehen wollten, sich täglich angegriffen haben, beleidigt haben. Und diese schlechte Stimmung, die hat viele, viele Monate angehalten, ehe dann wieder ein halbwegs vernünftiges Betriebsklima zustande kam. Und das sollte man vermeiden. Deswegen kommt es auch nicht zu angedrohten Aussperrungen. Zu viele Unternehmer verweigern ihrem Verband in dieser Sache die Gefolgschaft. Sie sind nicht mehr bereit, dessen Konfliktkurs mitzutragen, der ihre Position in der anlaufenden Konjunktur schwächen würde. Ihren guten Willen zeigt die IG Metall, als es mit den Tarifverhandlungen weitergeht. Sie verzichtet auf die dritte Streikwelle. In einigen Betrieben wird der Streik sogar ausgesetzt. Anfang März dann die zielführende Vereinbarung. 3,4 und später 3,6% mehr Einkommen. Ab 1. Oktober endlich die 35-Stunden-Woche. Zusammengerechnet steht für die IG Metall die 4 vor dem Komma. Ein Grund zur Freude.
6,5% mehr Einkommen und den Einstieg in den Entgeltrahmentarifvertrag. Mit weniger wollten sich die Metaller bei der Tarifverhandlung 2002 nicht abspeisen lassen. Schon bei den Warnstreiks hatte sich der hohe Mobilisierungsgrad gezeigt. 286.000 Arbeitnehmer hatten mitgemacht. Schließlich ging es um eine tarifpolitische Grundsatzentscheidung. Die Arbeitgeber wollten Lohnerhöhungen nur noch entsprechend der Produktivitätssteigerung gewähren. Das hätte Reallohnverluste immer dann bedeutet, wenn die Preise stärker gestiegen wären als die Produktivität. Als Kampfgebiet wird diesmal aber nicht Bayern ausgewählt. Jetzt müssen sich andere mit den immer noch greifenden Fesseln des ehemaligen Paragraphen 116 Arbeitsförderungsgesetz abmühen. Das Streikkonzept der IG Metall in Baden-Württemberg, das gleiche gilt für Berlin-Brandenburg, ist so angelegt, dass es in allen anderen Tarifgebieten zu keinen Drittwirkungen oder Fernwirkungen kommt. Das ist das Neue an diesem Konzept. Und damit ist sichergestellt, dass es in allen anderen Tarifgebieten zu keiner arbeitskampfbedingten Produktionseinschränkung kommen darf. Heidenheim am Rande der Schwäbischen Alb. Mit Abstand der größte Arbeitgeber ist die Firma Voith. 1500 Arbeiter und 2200 Angestellte konstruieren und bauen hier Großturbinen, Papiermaschinen und Getriebe für Schienenfahrzeuge. Fast alle Beschäftigten sind dem Streikaufruf gefolgt. Auch die meisten Angestellten, selbst wenn sie nicht gewerkschaftlich organisiert sind. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! Deswegen streiken wir hier und heute, weil wir die Wirtschaft eben ankurbeln wollen. Weil wenn wir mehr Geld kriegen, dann wird auch die Kaufkraft wieder von den einzelnen Kollegen antrieben und dann kann man sich auch mal wieder was kaufen und was leisten. Und genau deswegen muss man hier und heute streiken. Und wir streiken bis zum jüngsten Tag, bis der Arbeitgeber endlich einleicht. Einen Tag danach wieder Alltag bei Voith. Flexi-Streik nennt die IG Metall diese Taktik. Eintägige Arbeitsniederlegungen, die jederzeit wiederholt werden können. Dieter Horsch fertigt hier Teile für eine Papiermaschine. Präzisionsarbeit, die hohe Qualifikationen erfordert und Erfahrung. Das Beherrschen computergestützter Systeme gehört dazu bis hin zu kleinen Programmierarbeiten. Aus dem Arbeiter im Blaumann ist heute häufig ein Spezialist geworden. Die Anforderungen überschneiden sich in vielen Fällen mit Tätigkeiten von technischen Angestellten. Doch die Bewertung dieser Arbeit in den Tarifverträgen stammt aus den 60er Jahren. Dies will die IG Metall ändern über einen neuen Entgeltrahmentarifvertrag, kurz ERA. Ludwigsburg. Hier waren die Verhandlungen nach 8 Wochen gescheitert. Zu ERA gab es zwar eine positive Absichtserklärung, doch bei der Erhöhung der Löhne und Gehälter war kein Kompromiss in Sicht. Urabstimmung. 90% der IG Metall-Mitglieder stimmen für einen Streik. Die Streikfront steht. Tageweise ruft die IG Metall zur Arbeitsniederlegung, denn sie will streikbedingte Aussperrungen so weit wie möglich verhindern. Ob bei der Maschinenbaufirma Werner und Fleiderer oder beim Kolbenhersteller Mahle in Stuttgart, am nächsten Tag gehen die Beschäftigten wieder zur Arbeit, damit kein Zulieferer und kein Endproduzent seine Leute kalt aussperren kann. Das größte Problem, der Anti-Streik-Paragraf 146. Die IG Metall hatte deshalb ein neues Streikkonzept ausgetüftelt. Der Paragraph gilt, wenn Beschäftigte derselben Branche als Folge eines Arbeitskampfes kurzarbeiten müssen. Obwohl alle Arbeiter und Angestellten für den Fall der Kurzarbeit versichert sind, darf das Arbeitsamt laut Paragraph 146 auch dann kein Kurzarbeitergeld auszahlen, wenn die Betroffenen außerhalb des Kampfgebietes arbeiten. Nach Hause geschickt wurden die Beschäftigten des Automobilzulieferers Lear Seating wegen eines eintägigen Streiks bei Audi in Neckarsulm. Lear Seating beliefert Audi mit Sitzen und dies just in time. Just in time liefern auch andere Unternehmen. Die Firma Michels hat ihre Leute deshalb kurz nach Streikbeginn nach Hause geschickt. Kalte Aussperrung. Am Verhandlungsort bewegt sich etwas. Berthold Huber auf dem Weg zum Vorstand. Der IG Metall Bezirksleiter hat ein Ergebnis im Koffer. Doch die Journalisten bekommen keine Antwort.
Huber informiert zuerst die Verhandlungskommission, den Vorstand und die Hintergrundkommission. Noch immer warten vor den Toren. Doch mittlerweile haben die Gremien beider Seiten das Ergebnis gebilligt. Die Verhandlungsführer Berthold Huber und Ottmar Zwiebelhofer stellen sich der Presse. Tarifpolitisch steht die Zahl 4 als dominante Größe für diesen Abschluss. Da gibt es nichts zu deuteln. Es ist die magische 4, von der wir immer gesprochen haben. Außerdem gibt es 120 Euro für den Mai und weitere 3,1% ab Juni 2003. Laufzeit 22 Monate. Ein Durchbruch gelingt der IG Metall beim Entgeltrahmentarifvertrag. Einzelne Elemente werden aber noch verhandelt. Ende 2002 soll der Vertrag unterzeichnet werden. Guten Morgen. Morgen. Haben Sie schon vom Abschluss gehört? Nee, bis jetzt noch nicht. Noch nicht? Nee. Von Juni ab bis Ende dieses Jahres 4% Erhöhung. Ja. Und ab nächsten Jahr Juni 3,1% Erhöhung. Und für den Mai gibt es eine Einmalzahlung von 120 Euro. Super. Das ist doch fantastisch. Zufrieden, zufrieden. Hat sich der Streik gelohnt? Ich sage, hat sich nicht gelohnt. Nicht gelohnt? Nein. Warum jetzt? Weil ich jetzt, sage ich mal, 0,8% so einen Streik zu machen, finde ich eigentlich nicht gut. Aber im Großen und Ganzen sind die Kollegen wirklich zufrieden. Ich glaube, wir haben wirklich ein gutes Ergebnis jetzt, wenn es so steht und bleibt. Jetzt warten wir natürlich auch die Urabstimmung ab, ob die ganzen Kollegen das auch so sehen. Ja. Ich sage nur, für so einen großen Streik und dann 0,8% rauskriegen, wenig. Okay. Denken mehr Arbeitnehmer so oder ist es nur die Meinung eines Einzelnen? Geht es bei einem Streik nur um Geld und Arbeitszeit oder geht es auch darum, Stärke zu zeigen? Hat sich der Streik überlebt oder ist er gerade in der modernen Industriegesellschaft nötiger denn je? Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein, wir gehen zusammen, nicht allein. Dann kriegt der Frust uns nicht mehr klein. Wir halten zusammen, keiner kämpft allein, wir gehen zusammen, nicht allein.